Ja, jetzt weiß ich auch, warum Melanie heute nicht dabei sein wollte, warum sie sich ins lange Wochenende verabschiedet hat. Heute ist natürlich eine Riesensauerei im Studio. Wir werden uns gleich die Hände bemalen, ein bisschen Sauerei machen auf einem Bettlaken. Anuscha ist auch mit dabei, ist schon geschminkt worden. Und Peter Zenz, oder haben wir noch die Christina Schmitz. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Die Aktion Painting Hands heißt sie. Erzähl mal, Peter. Was ist das? Ja, die Christina hat mich vor einigen Wochen angesprochen und hat gesagt, Mensch, ihr habt da so einen schönen Bauernhof, wo so viele Kinder immer sind. Das ist doch genau der richtige Ort, um mal auf eine wichtige Aktion hinzuweisen, die eigentlich aus Berlin stammt. Da gibt es nämlich die Initiative gegen Kinderarmut, die sich da auf die Fahne geschrieben hat, darauf aufmerksam zu machen, dass eben auch in Deutschland viele, viele Kinder unter der Armutsgrenze leben. Statistisch gesehen, jedes siebte Kind, dem es eben nicht so geht und das eben nicht die Möglichkeiten hat, wie es eben sein sollte. Das fängt eben an mit Bildungsansprüchen, die für jedes Kind ja wichtig sind, einfach um die Zukunftsmöglichkeiten breit zu streuen, damit eben ein Kind eine gute Entwicklungsperspektive hat. Und auf dieses ganze Feld möchte dieser Verein hinweisen. Ja, und wie gesagt, die Christina ist eine engagierte Mutter, die auch davon gehört hat und mich kennengelernt hat und hat gesagt, Mensch, nicht nur in Berlin, da kann man was machen, sondern auch hier in Köln, auch hier bei mir in Hürth. Und ja, so sind wir einfach völlig in Eigeninitiative hier tätig und wollen uns an diesem tollen Projekt beteiligen. Ja, und wir manchen gleich hier ein bisschen rum mit den Farben. Wir geben gleich ganz viele Handabdrücke. Simpson darf auch einen Pfötchenabdruck geben, ne, denke ich mal. Erzähl mal vom Aktionstag morgen. Was steht, findet da statt bei dir auf dem Gertrudenhof? Ja, bei uns morgen auf dem Gertrudenhof ist richtig was los. Das Ähnliche, was wir hier machen, findet da auch statt morgen von 10 bis 15 Uhr. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene sind eingeladen, ihre Hand bunt anzumalen und dann auf einen Bettlaken zu drücken und damit Ausdruck zu geben, ja, ich bin dafür, dass eben auch in Deutschland mehr darauf geachtet werden muss, dass es eben allen Kindern gut geht, dass alle Kinder Möglichkeit haben, eben sich besser zu entfalten. Und das Ganze möchten wir spielerisch morgen eben machen. Handabdrücke sammeln, die werden dann von uns auch weiter gesammelt. Auch wenn weitere Einrichtungen das irgendwie privat nachmachen wollen, können die auch gerne bei uns abgeben. Und die werden dann irgendwann nach Berlin geschickt und dann später im September zum Weltkindertag sollen diese gesammelten Handabdrücke aus ganz Deutschland eben um den Bundestag einmal umspannt werden und eben da so öffentlich eben im Herzen der Republik Zeichen zu geben, Mensch, wir müssen mehr für unsere Kinder tun hier in Deutschland. Wie finden das die Herren im Bundestag? Habt ihr da schon die offizielle Erlaubnis, dass ihr da wirklich alles wie Christo umhüllen dürft? Fragst vielleicht besser die Christina, ob ihr schon mal vom Verein, habt ihr schon mal das angesprochen? Habt ihr schon die Erlaubnis bekommen? Die ist leider noch nicht da, aber das dauert natürlich immer ein bisschen. Aber ihr seid euch sicher, dass ihr es machen dürft? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Werden dann die Bettlaken alle aneinander genäht, schon vorher? Also Einsendeschluss für die Laken, Leinwände ist der 10.9. Da muss man halt schauen, es ist natürlich schon wahnsinnig viel gemacht worden mittlerweile. Wir haben unheimlich viele ehrenamtliche Helfer in Berlin, die dann halt quasi die Laken erstmal, weil das wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zu schaffen sein, alle miteinander zu vernähen, quasi dann so als Handkette dann eben hochgehalten werden. Okay. Und bei dir im Gertrudenhof ist ja morgen dieser große Aktionstag. Was glaubst du, wie viele Leute werden daran teilnehmen? Morgen ist das Wetter auch sehr schön. Ja, das Wetter ist ja toll und ist ja sowieso bei uns immer richtig viel los. Wir haben ja viel gemacht bei uns auf dem Hof, haben den Streichelzoo ausgebaut, haben einen Erlebnisspielplatz gebaut, sodass eben am Wochenende ja sowieso immer sehr, sehr viele Kinder da sind. Und ja, alle, die heute zuschauen, sind auch herzlich eingeladen, eben zu uns zu kommen morgen und auch ihren Handabdruck zu geben, einen schönen Nachmittag da zu verbringen, die Tiere zu streicheln. Und ja, das ist, denke ich, nicht nur eine Sache, die Aufwand ist, sondern einfach ein schöner Ausflug, wo man eben auch was einkaufen kann, die Tiere sehen kann und eben auch ein bisschen teilnehmen kann an dieser tollen Aktion. Der Aktionstag ist ja nur morgen von 10 bis 15 Uhr. Was ist, wenn jetzt noch Schulklassen irgendwie zu Hause auch diese Aktion machen oder in der Schule? Können die es dann zu dir vorbeibringen oder direkt nach Berlin schicken? Die können das auch gerne einfach bei uns abgeben. Wir beide sammeln das so ein bisschen. Ich habe ja sowieso auch immer sehr oft Schulklassen bei mir zu Gast, weil ich ja Schulbauernhof der Fördergemeinschaft für integrative Landwirtschaft bin. Und ja, alle Schulklassen, aber auch Privatinitiativen, wie gesagt, wir sind ja auch keine Vereinsmitglieder, sondern haben einfach davon gehört und haben gesagt, wir tun was dafür, weil das einfach eine wichtige Aktion ist. Und wenn zu Hause Leute zuschauen, die das auch so sehen, einfach machen, bei uns vorbeibringen, uns schicken und wir leiten das dann schon weiter. Klasse, den Schulbauernhof hast du gerade schon angesprochen, darüber sprechen wir gleich. Wir wollen ja auch erstmal so einen Handabdruck hier abgeben, oder? Welche Farbe nimmst denn du, Peter? Ja, ich nehme mal rot, das sieht man wenigstens. Der Simpson darf auch einen Abdruck geben, oder? Genau. Meinst du, wir kriegen das hin? Hilfst du mir, Anuscha? Komm, Simpson, komm mal runter.
Zack. Der kann das, glaube ich. Meinst du, er kriegt das hin? So, ich nehme dann mal das. Ich nehme auch rot. Du nimmst auch rot, super. Ich nehme gelb. Peter, kriegt man die Farbe auch nachher wieder ab von euch? Ja. Wir haben darauf geachtet, das sind super abwaschbare Farben. Und also wir haben auch morgen genug Wasser und Handtücher da. Ich kann gleich weiterarbeiten. Du kannst gleich weiterarbeiten. Super. Ich vertraue dir da mal. Ne? Der Simpson nimmt jetzt die rote Farbe, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme auch rot. Ja, Anusha, versuch doch schon mal hier, dann mal deine Hand auch mal an. So. Ich fange schon mal an. Ja. So. So, dann komme ich direkt neben dir. Und jeder muss auch nachher noch unterschreiben, oder? Genau, das ist das Interessante daran, dass jeder seinen Namen dazu schreiben kann, damit man auch nachher sehen kann, hallo, ich war dabei. Ich habe teilgenommen an der Aktion. Das mit dem dünneren Pinsel. Das machen wir mit dem dünneren, genau. Ich mal dir rot auf die Hand, ja. Kannst du mir auch rot machen? Ja, ihr dürft alle mitmachen. Peter, dann sag doch mal ganz kurz, ihr habt auch einen Schulbauernhof, hast du eben schon mal angesprochen. Ne? Das heißt, du unterrichtest da auch Kinder wirklich bei dir auf dem Bauernhof, ja? Ja, es ist ja nicht nur, dass wir hier eine Aktion machen, die für einen Tag begrenzt ist, sondern grundsätzlich ist mir und bei uns auf dem Gertrudenhof eben wichtig, dass was für Kinder getan wird. Und ja, wir haben ja einfach viel zu bieten dort mit den ganzen Tieren und den ganzen Feldern, wo viel wächst. Und ich möchte auch so ein bisschen Botschafter sein für Kinder, die so ein bisschen Natur und Landwirtschaft kennenlernen. Und da bin ich dann eben Mitglied der Fördergemeinschaft für integrative Landwirtschaft. Und da können halt Schulklassen und Kindergärten sich einfach bei mir anmelden und haben dann für 2,50 Euro pro Kind bekommen die eine Führung, wo die Führung drin ist, wo ein Orangensaft drin ist, wo Tierfutter drin ist, also wo nichts mit verdient wird, sondern einfach die Unkosten nur gedeckt werden. Und dann können die Kinder eben bei mir sein, rund gehen. Ich gehe dann mit denen über die Felder. Im Moment jetzt sind die Tulpenfelder ja am Blühen. Das macht halt richtig Spaß, wenn die Kinder dann da so ein bisschen was sehen. Die können den Traktor mal beklettern. Und ja, anschließend gibt es dann für jeden den Orangensaft. Wir haben ja so eine große Orangensaftpresse. Und dann gehen wir an den Gemüsewagen. Da sind ja die ganzen Obst- und Gemüsesorten. Dann erkläre ich denen und lasse die mal erkennen, was denn überhaupt das ist. Das ist auch manchmal wirklich erschreckend festzustellen, dass viele Kinder gar nicht mehr wissen, was für Obst und Gemüse überhaupt auf den Feldern wächst. Ja, wie gesagt, auf dem Traktor sitzen und einmal da von oben runter gucken. Das finden die super, oder? Es ist total toll. Und ja, so wandern wir dann eben über die Felder. Und wir haben ja 130 Hektar, die wir wirtschaften. Da wachsen die verschiedensten Kulturen. Hier sieht man die Kinder mitten im Kürbisfeld. Das ist natürlich spannend, einfach mal so mittendrin zu stehen. Sei es jetzt die Tulpen, der Kürbis, das Gemüse. Ja, und anschließend geht es dann zum Abschluss, genau, in den Streichelzoo. Hier sieht man einen Esel von uns, unser Minischwein Anton, unser Herzchen schlechthin. Und da können die Kinder eben auch mal mit zu den Tieren rein und können mal mit ins Hühnerhaus rein und einfach auch mal den Tieren guten Tag sagen und eben von Kind zu Tier und von Tier zu Kind sich kennenlernen. Hat denn Anton schon einen Paten? Anton hat noch keinen Paten. Ach so, aber ihr liebe seid Zuschauer, ja schon vergeben. Wir sind schon vergeben. Ihr habt ja meine beiden Ponys, genau. Ja. Aber so eine Patenschaft kostet eigentlich Geld? Nee, ne? Ja, Patenschaften habe ich ja eigentlich von prominenten Zeitgeistern. Mhm. So ist ja der Jürgen Rüttgers, unser Ministerpräsident, Pate von unserem Esel. Ihr habt ja unsere beiden Ponys übernommen. Und ja, ab und zu habe ich auch schon mal Privatleute, die mich ansprechen und dann irgendwie sagen, ich übernehme jetzt ein Jahr die Futterkosten für ein Tier und werde Pate für ein Tier. Das machen wir auch schon mal. Ja, ansonsten aber gibt es viele große und kleine Paten, die jeden Tag bei mir vorbeikommen und eben die Tiere dann füttern können. Der Eintritt ist auch kostenlos bei uns, ich denke, das muss man auch noch mal sagen. Wir haben da eine große Fläche von 3.500 Quadratmetern, die jetzt den Kindern da zur Verfügung stellt. Und das ist ohne Eintritt, sondern die Kinder können einfach kommen. Für 1 Euro gibt es das Futter und sie können dann, solange sie wollen, die Tiere streicheln, füttern und auf dem Abenteuerspielplatz spielen. So, ich finde, das sieht schon super aus hier, schon ein kleines Kunstwerk. Anusha, du möchtest jetzt im Simpson das Pfötchen anmalen, oder? Sollen wir es mal probieren? Guck mal, Simpson, das ist Farbe, das tut gar nicht weh. Soll ich das Pfötchen halten und du malst hier mal eben? Guck mal hier. Das tut ihm ja nicht weh. Nee. Lena? Guck mal, mach mal dran. Na, ich glaube, der will das nicht. Warte, ich mach das mal eben. Ah ja, Simpson. So, oh, nee, der will nicht. Schön. Der Hund nimmt jetzt die große Fläche hier für die Hand. Ich würde sagen, das Podest ist jetzt ein bisschen mit roter Farbe, aber man ist auswaschbar. Ne? Das ist abwaschbar, genau. Super, dann male ich dir jetzt noch mal die Hand, Anusha, dann kannst du immer dann... Auch, ja, du auch, auf jeden Fall. Ja, und ich denke mal, morgen ist auch das richtige Wetter dafür. Die Sonne soll ja scheinen und wie gesagt, wir haben für reichlich Wasser und Handtücher gesorgt und
Jeder, der mag, kann dann einfach vorbeikommen. Und eben, wir haben das ja auch gemacht, die Kinder schön geschminkt. Es soll ja auch für die Kinder ein bisschen was sein, was Spaß macht. Also jeder, der will, wird dann auch von der Christina oder unserer Helferin, hier Christinas Mutter, die noch mit dabei ist, und einigen anderen fleißigen Händen geschminkt. Und ich denke, das wird eine schöne Aktion. Christina, also du bist morgen auch die ganze Zeit mit dabei von 10 bis 15 Uhr, schminkst die Kinder. Mhm.